Es ist Samstagabend, 21 Uhr, und wir befinden uns hier in Blood Bowl 2. Genauer gesagt, in der Blood Bowl Liga. Und natürlich auch immer, wie immer, auf dem Kanal von Whiting Bull. Und wir sehen uns hier an, ein Spiel, wie gesagt, aus der Blood Bowl Liga, aus der 2B. Und zwar ein Spiel von Shalomdons Stollenhauer gegen Karl Marienburg Smurf and Turf. Im Forum Karl Marienburg ist besser bekannt als Wolle. Und wie immer, ne, bin ich nicht allein. Ich habe meinen Mitmoderator bei mir, den lieben Skydiver. Ah, servus ihr Lieben. Ich ergötze mich gerade an diesen leckeren Kirschmet, den ich mir in der Halbzeit hingestellt habe. Und ich glaube, du hast auch was Schönes, Orun, oder? Ja. Ich habe hier auch ein sehr, sehr gutes zwergisches Bier vor mir stehen. Oh, schön. Ja, so genießen wir mal die zweite Halbzeit jetzt hier. 2-1 steht es für Karl Marienburgs Hochelfen, Smurf and Turf. Mhm. Und ja, die Zwergen haben quasi hier, also Hochelfen hatten einen Kickoff, die Zwergen dürfen beginnen und haben jetzt eine ganze Halbzeit Zeit, hier jetzt 2-2 rauszuholen. Jetzt ist immer wieder die Frage, die ich am Anfang stelle. Will er das Unentschieden, das heißt rauszögern, oder will er früh das 2-2 machen, um dann eventuell noch das 3-2 zu machen, wo aber die Hochelfen dann wiederum die Chance haben, ebenfalls wieder in Führung zu gehen? Das ist schwierig, ja. Fangen wir mal ganz kurz mit einer Bestandsaufnahme an. Also die Zwerge haben einen Verletzten zu beklagen, das war ein Racheakt, weil beinahe einer der Elfen gestorben wäre. Mhm. Ja. Dann haben sie natürlich hier den Todesroller draußen stehen, der ist in der zweiten Runde quasi zum Einsatz gekommen. Ne? Im ersten Anlauf haben die Zwerge verteidigt, im zweiten dann angegriffen, da kam der Todesroller zum Einsatz. Danach natürlich vom Feld geschoben, beziehungsweise vom Feld gepfiffen. Und hier drüben bei den Elfen alles sauber. Keine K.O.s, keine Verletzungen, nur Lähmungen. Und halt der eine Todesfall, der gesund gedoktert wurde und dann auf der Auswechselbank, ich danke dir, saß. Und ja, da sitzt jetzt auch wieder ein Fänger. Gar nicht mal so unlogisch, ne, wenn die Elfen verteidigen, dass sie einen Fänger, nämlich ihren Schwächsten, dann draußen lassen. Ja. Er muss ja jetzt nicht auch noch was auf den Deckel kriegen. Und wie du schon sagst, ist jetzt sehr spannend. Die Zwerge dürfen angreifen. Und es ist die Frage, was der liebe Shalomdon vorhat. Ich muss halt sagen, ich denke, wenn er die Gelegenheit bekommt, prügelt er sich langsam durch und spekuliert auf ein Unentschieden, denke ich. Weil Zwerge sind ja nun echt kein schnelles Team. Ich denke mal, es kommt drauf an, wie viele Hochelfen er auf die verletzte Bank befördert, um vielleicht zu spekulieren, okay, ich kann es mir leisten, frühen Touchdown zu machen. Die Hochelfen werden dann nicht mehr die Möglichkeiten haben, mich durch meine Reihen durchzukommen, so ungefähr. Ja. Wenn er es nicht schafft, würde ich als Zwergencoach auch auf den Unentschieden gehen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, meine persönliche Taktik, ich würde jetzt versuchen, schnell durch und Ausgleich und dann einfach den Elfen, die ja dann angreifen dürfen, so viel Widerstand zu leisten, dass man entweder auf dem Unentschieden stehen bleibt oder sogar eine Gelegenheit bekommt, ihnen den Ball wieder wegzunehmen. Hm. Ist halt schwierig. Also man muss sagen, hier prallen natürlich auch zwei Extreme oder relative Extreme aufeinander. Da hat er sich reingemogelt. Ja. Weil man muss ja sagen, Hochelfen sind jetzt in erster Linie Lauf- und Passspieler. Ich würde sagen, es ist immer schwer zu sagen. Also man sagt ja auch von den Waldelfen, sie seien Lauf- und Passspieler. Für mich sind Waldelfen mehr Lauf- als Passspieler und Hochelfen sind so das kontrollierte Mittel, ne? Relativ gut gepanzert noch, halten sie einiges aus, aber Lauf- und Passspiel ist ihre Prämisse. Und Zwerge sind ja in erster Linie Zermürber. Mhm. Und ja, das ist eigentlich ihre hauptsächliche Aufgabe. Sie sind nicht besonders schnell, äußerst robust, können auch ganz gut austeilen, aber es ist irgendwo schon ein bisschen die Antithese zu den Elfen. Ja, und da, trotz Wiederholungswurf, hat der Blitzer jetzt hier einfach einen aufs Fressbrett bekommen. Da sagt der, wie heißt der Kollege hier? Da sagt sich Skallig Feuersohle, heißt er, glaube ich. Ja, Skallig Feuersohle sagt sich, du nicht, Freund. Zack, auf die Nuss. Auf die Sohle. Ja, auf die Sohle, ja, wahrscheinlich, ne? Fußfeger.
Aus der Höhe kein Genau. Problem, ne? Auf jeden Fall. Man muss ja dazu sagen, Fußfeger heißt es zwar, aber bei einem Zwerg bedeutet das eher, er macht einen weit ausholenden Schwinger, erwischt dabei das Knie des Gegners und zack. Ja. Ne? Das So ein ist typischer dafür. Chuck Norris Roundhouse Kick eben als Tiefschlag. Richtig, genau so ist es. Und im Moment muss ich sagen, also die Zwerge haben jetzt den ersten Versuch der Elfen an den Ballträger zu kommen, ziemlich gut vereitelt. Bauen hier jetzt eine sehr gute Formation auf, um den Ballträger zu beschützen. Und es liegen viele Elfen am Boden. Und immerhin einer auch draußen inzwischen. K.O. So, die einen schubst du auch noch weg. So, um den Ballträger herum, da liegt ein Hochelf, der wird nicht so viel tun können. Oh, da hat er Fertigkeit Ringen gehabt, der Hochelf, deswegen hat das Blocken des Zwergs nicht gegriffen. Beide liegen, das ist natürlich jetzt gut für Smurfenturf. Da kann er nicht gleich wieder aufstehen. Noch ein K.O. Also jetzt könnte es langsam darauf rauslaufen, was du schon gesagt hast. Möglichst viele Elfen vom Platz schicken und dann entweder darauf spekulieren, dass man zwei Touchdowns schafft, je nachdem, wie schnell man durchkommt, oder halt den und das Unentschieden absolut sichern. Ja, das Problem ist, nur K.O. bedeutet, alle können theoretisch nach dem nächsten Kickoff wieder aufstehen. Das ist sehr unsicher. Und auch die Frage, wie viel Blattweiser Babes hat denn Karl Marienburg dabei? Das können wir leider von vornherein leider so nicht sehen. Nee. Wobei das Können aufstehen tatsächlich ein, ich betone, Können ist, denn wie ich ja, wie gesagt, in meinem eigenen Spiel schon erleben musste, sechs Gegner K.O., keiner stand wieder auf, ne? Das ist zwar sehr, weil alles auf die 50-50 gewürfelt wird, alles auf die 4 plus, wenn du keinen Blattweiser hast. Aber es kann natürlich auch sein, du würfelst 6 Einsen oder 2. Ja, dann ist das einfach Shit Pech. Das wohl wahr. Shit und Pech trifft es genau. So, Da geht es Rüstungsbrecher wieder und der einer, liegt aber an der es ist Außenmauer. Lähmung. Gut, der gesellt sich gleich zum nächsten Hochelf hier. Schlomdon macht das ganz gut, positionell, macht auf der linken Seite Platz, hat auch so eine Art Halbkreis, was sich bis unter die Line of Scrimmage streckt, um sozusagen den Ballträger abzuschirmen. Hat, auch wenn der Zwerg jetzt weggeht, noch überall Tackle-Zonen drauf. Und der Ballträger macht sich jetzt Yards sozusagen gut. Wir sehen, guck dir mal die ganzen Hochelfern, die da rumliegen, sozusagen in so einen Zwischenraum der Zwerge. Was sehr schwierig ist, da wieder rauszukommen. Das stimmt wohl. So, jetzt versucht er natürlich den Cage hier quasi zu umstellen. Auch auffällig, wir haben gerade erst ein paar Züge in dieser Halbzeit hinter uns und trotzdem sind die Wiederholungswürfe schon ordentlich geschrumpft. Double Skull. Gerade Besonders als ich auch, sage. warum? Ja. Jetzt hat er null. Genau. Jetzt haben Auf der anderen, achso, auf der anderen Seite, Die Elfen haben für ihre weiteren fünf Züge haben sie keine Wiederholungswürfe mehr. Und keinen Apotheker mehr. Das heißt, wenn jetzt eine Katastrophe passiert, ne? ja, wir sehen hier wieder ein K.O. Du, die Stollenhauer, die prügeln sich hier im wahrsten Sinne des Wortes durch. Das, was man von einem Prügelteam erwartet, da ist der Both Down bei deinem Blocken. So, jetzt kann aber noch ein Block kommen. Es stehen genügend Zwerge zur Auswahl. Jetzt ist er weg. Schon wieder Und Rüstungsbrecher, schon K.O. wieder K.O. Junge. Also hier, das ist jetzt die rein, also das ist jetzt genau das, wo Zwerge dann wieder gut drin sind. Selber nicht K.O. gehen, aber den Gegner K.O. schicken. Die machen Moves aus denen da draußen. Also Respekt, viel Würfelglück bei den Rüstungsbrechern und auch bei den Verletzungswürfen. Muss man auch dazu sagen. Und ja, er hat quasi auf der linken Seite hat Shalomdon freie Bahn. Der hat drei freie Zwerge, die wird er jetzt auch nach vorne bewegen. Und ja, liebe Leute, er geht nicht vorsichtig nach vorne, die können nicht schneller. Ich würde meinen, das ist so, wer keine Zwerge spielt, der vergisst das erstmal ganz schnell immer. Aber Zwerge bewegen sich halt nicht besonders schnell. Die Läufer sind mit 6 schon echt schnell für ihre Ja. Rasse. Und 6 ist eher, und 6 ist, das muss ich ja immer sagen, das ist so, ein Menschen, Lineman hat 6 Bewegungen. Ganz zu schweigen von deren Fängern oder Blitzern. Also das spricht schon Bände, wenn der schnellste Spieler bei den Zwergen so schnell ist wie ein durchschnittlicher Mensch. So, da kommt der Blitz War aber zu auf den erwarten. Ballträger, ja. Und der Ballträger hat aber abspielen und Profi. Stimmt. Und jetzt
feuert er den Ball natürlich zu seinem Kollegen. Und er fängt den halt auch. Ne? Das ist so was, das ist für Zwerge nicht alltäglich, was man hier sieht. Der steht in der gegnerischen Tackle-Zone. Es war halt wirklich, er wird angegriffen und sagt noch, okay, ich sehe den Gegner kommen, hier. Genau. Das war stark. Also das hat mir richtig, gerade richtig gut gefallen. Ja, wenn so ein Team etwas macht, was eigentlich vor allem ganz untypisch dafür ist. Vor allem halt Profi. Ne? Profi heißt ja, der Spieler hat quasi einen eigenen Reroll. Das heißt, genau. Statt einem Team-Reroll kann er einen eigenen Reroll einsetzen. Den hat er einmal. Ich glaube, pro Spiel oder pro Halbzeit, ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Und er muss nur dafür halt einen Würfelwurf vorher schaffen. Wenn er den schafft, hat er den Wiederholungswurf. Und das hatte er ja gerade, wie man sieht. Und das Abspiel hat gezündet. Und so hat der andere den Ball gefangen. Hat aber auch nur funktioniert, denke ich, weil es ein kurzer Pass war. Weil es wirklich nicht über weite Distanzen geht. Hm. Also aber es war, glaube ich, sogar nur ein Quick-Pass sogar. Oder Quick sogar. Also der ganz kurzeste. Ich glaube, über zwei oder sogar drei Felder in gerader Linie ist es, glaube ich, ein Quick-Pass. Korrigiert mich, ihr lieben Leute. Nee, es ist ein Quick-Pass. Es muss sogar ein Quick-Pass sein, weil mit Abspiel kannst du nur einen Quick-Pass spielen. Nee, ich glaube, du kannst auch bis zum Short-Pass spielen, oder? Echt? Moment. Wir recherchieren nach. Ich versuche es. Ich versuche alles. Schnell! Nur einen schnellen Pass kannst du damit spielen. Also keinen quick kurz. Und schnell. Also Moment, da doch, schnell, okay. Schneller Pass, also quick. Das heißt bis zu drei Felder. Aber das hat ja gereicht, wie gesagt. Und jetzt hat der Troll... Hat ja gereicht, genau. Und der Trollslayer, der hat jetzt den neuen Ballträger befreit. Jetzt wird fleißig weitergeprügelt, aber ich denke jetzt gleich... Ups, nee, da unten wird nochmal geblockt. Die Frage, macht er den Touchdown gut? Er ist auch er muss, Gefahr, also er kann Letzte. Nicht hinauszögern und er macht ihn auch. Er muss. Dafür sind zu viele Elfen drumherum, ganz ehrlich. Ja. Das ist so, er könnte es rauszögern, aber das wäre ein enormes Risiko. Wie er sein Kollege eben bewiesen hat. Ne? Ich meine, sein Kollege ist ja eben schon umgeboxt worden, konnte den Ball ja gerade noch rechtzeitig abgeben. Ja. So, es steht 2-2. Wir fangen wieder ran von vorne an. Und ich bin gespannt, die Hochelfen bekommen den Ball. Jetzt auch die Frage, wie viele stehen wieder auf? Die Hälfte. Die Hälfte okay. Steht wieder auf. Das heißt, die Elfen werden einen Mann in der Unterzahl sein. Stimmt, die haben Auswechsler gehabt. Genau. Okay, jetzt die Frage. Ganz wichtig auch, wie die Stollenhauer sich jetzt auf Position spielt der Zwerge. Er macht jetzt die Flanken dicht. Das hat er in der ersten Halbzeit nicht gemacht. Da ist ja auch relativ früh der Touchdown für die Hochelfen gefallen. Ich denke mal, er hat daraus gelernt und macht das jetzt deswegen. Gut, ein Blitz auf links oder rechts, klar, dann ist wieder alles offen. Aber dafür muss er halt, wie gesagt, auch den Blitz dann machen. Ja, aber das ist diese Positionierung hier, ist auch sehr klassisch. Ne, er hat ja 11 Spieler zur Verfügung, das ist ja das Schöne. Ne? Er hat ja einen Ersatzspieler und noch seinen Todesroller, die sind ja beides Überschussspieler im Prinzip, ne? Das heißt, er hat noch volle 11 Zwerge hier auf dem Feld stehen. Ich muss zugeben, ich kann mich gerade nicht daran erinnern, wie diese Formation heißt, aber es ist so eine klassische Formation, die man gegen Elfen und Skaven spielt, um sie am Durchlauf zu hindern. Sieht man ja auch ganz gut, warum, weil äußerste Bahn ist zu, hier ist doppelt zu. Hier in der Mitte kommt man nur durch, wenn man die Frontlinie sauber durchbrechen kann und selbst dann ist es nur dieser schmale Korridor. Also kann man von beiden Seiten dann den jeweiligen einkesseln und hier auf der anderen Seite natürlich das symmetrische Gegenstück. Ja, kann auch ganz interessant sein, wenn du die ganz äußeren Flanken noch einen Tick weiter zurückziehst und quasi den Gegner durch die Mitte lockst, dass du sagst, hier, geh durch und dann ziehst du den Strick zu. Und schon wieder ein Touchback. Ja, das hatten wir eben schon, ne? Die zweite Halbzeit begann mit einem Touchback, jetzt kommt wieder ein Touchback. Also die Leute schmeißen den Ball einfach zu weit rum. Das sind Zwerge, die sind einfach langsam, ne, die brauchen ihren Alkohol. Aber je mehr sie ihren Alkohol brauchen, desto zielunsicherer werden sie. So, und jetzt fängt nämlich genau das an, was ich erwartet habe. Die Elfen gehen straight durch die Mitte. Das ist die Frage, wenn der andere Zwerg auch noch umfällt und er fällt um. Aber er fällt fest, aber eben er nur um. Nicht. Und hier ist nämlich jetzt die Tücke von der ganzen Sache gewesen. Der Zwerg war standfest. Wäre der nicht standfest gewesen, wäre der hier gelandet oder an der Seite. Ja. Und der Blitzer hätte sauber durchlaufen können. Ja. Hier muss er jetzt an dem Zwerg vorbei und schafft es dann durch den Wiederholungswurf auch. Und das war der letzte für Smurf'n Turf.
Während die Zwerge tatsächlich noch einen weiteren Geschenk bekommen haben, glaube ich. Nee, Quatsch. Die Elfen haben gerade ein Geschenk bekommen, den sie gleich nutzen mussten. Und jetzt wieder Tegel gegriffen. Genau, und da liegt jetzt wieder einer im Boden. Also die Zwerge, die Verteidigungsformation funktioniert schon ganz gut, würde ich behaupten. Ja, und eventuell könnte das für Shalamdon bedeuten, er kann einen Konter starten und Druck auf den Ballträger machen. Aber sind wir mal gespannt. Ja, sehr gespannt sogar. Auf jeden Fall mal der Fang, ja? Und jetzt hängt alles davon ab, dass Shalamdon es schafft, dass die Elfen nicht durchkommen, aber gleichzeitig er vorrücken kann, um an den Ball zu kommen. Denn genau. Ich glaube, Karl oder Wolle wird es ihm nicht leicht machen, an den Ball zu kommen. Das wäre ja noch schöner sozusagen. Doppelskull. So, der vorletzte Reroll ist auch bei den Zwergen weg. Und ja, macht es hier langsam wird's leer. Einen dahinter stellen. Langsam wird's leer. Ich würde da noch einen dran stellen an den Blitzer da unten, weil der dodgt einmal und dann ist weg. Okay, das ist mir auch zu gefährlich, bin ich ehrlich. Wir wissen ja, das Passspiel gerade von den Hochelfen. Okay, da tut er jetzt einen hin. Das Passspiel der Hochelfen ist legendär. Ja, wobei er von hier auch immer noch flüchten kann. Also, wenn ich mir das hier angucke, hier sind die Tackle-Zonen um den rum. Genau. Hier sind die Tackle-Zonen um den rum. Das heißt, wenn er hierhin ausweicht, geht er raus. Genau. Also ist auch noch nicht perfekt. Aber gut, den Zwerg hätte er auch nicht weiter bewegen können. Die Option war halt einfach nicht da. Eben, er wollte kein Risiko eingehen für einen Go-Void. Wir sehen ja, wie schnell die Einzelnen hier fallen. Die Hochelfen fahren reihenweise um. Auf die zwei da Plus geht der nächste Blitzer durch, auf der Flanke. Also es ist in dem ersten Zug angefangen, ja. Also man muss hier noch mal ganz kurz, bevor der jetzt geschoben wird, man muss ja sagen, das ist jetzt der 14. Zug der Elfen. Es ist ziemlich offensichtlich, was der liebe Wolle versucht. Ne, die Zwerge müssen vorrücken und zum Ball kommen, um dann den Ball danach möglichst schnell reinzubekommen. Und was zeigst du da gerade? Ich habe gerade aus dem Bildschirm raus und wieder rein, deswegen, ach so. Sorry. Ich dachte, es wäre was Wichtiges. Und die Elfen im Gegenzug, die müssen gucken, dass sie jetzt eine Positionierung aufbauen, bei der sie den Ball quasi von Mann zu Mann weitergeben und in die Touchdown-Zone bringen können. Ja. Quasi eine Ballkette. Genau, das ist die Stärke der Hochelfen, gerade im letzten Zug. Das geht auch mit relativ wenig Hochelfen, sofern sie nicht komplett zugestellt sind. Ja, du brauchst, glaube ich, wirklich nur so 3, 4 dafür, wenn sie gut positioniert theoretisch sind. Theoretisch. Ein Ballträger, einen, den er es übergibt. Das sollte am besten ein Werfer sein. Der läuft ein Stück und passt dann zum Empfänger und der läuft in die Endzone. Also 3 Spieler, wenn sie gut positioniert sind. Sagen wir mal noch, ein 4. und 5. sind immer ganz gut, um zu sichern. Genau, um Gegner und Spieler zu binden, weil sonst hängen sie alle 11 Spieler auf den 3. Also das ist ein mega Sandwich. Ja. Ja, Sandwich ist das schon längst. Obwohl, nee, ich glaube ganz ehrlich, Sandwich, das müsste geordneter sein. Das hier sieht eher nach einem Salat aus, aber nicht einem, den man säuberlich zu Hause gemacht hat, sondern das ist eher so einer mit einem groben Steinmesser auf einem Stein zubereitet und am besten noch durch so ein Geröllplatte gelaufen oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall ziemlich primitiv, sagen wir mal so. So, lieber Shalamdon, was wirst du tun gegen diesen Blitzer? Du haust ihn um. Bleibt stehen. Okay, er kann wieder einfach so raus, aber er steht halt nicht. Er ist nicht anspielbar erstmal. Das ist auch schon mal ein bisschen was wert. Ein Zwerg geht Richtung Ballträger und macht Druck. Ja, muss er. Muss er jetzt. Wenn er noch eine Chance haben will, der Shalamdon, dann muss er jetzt zum Ballträger. Außerdem zwingt er damit den Elf ja auch jetzt zum Handeln. Ja. Und egal, was der Elf tut, Es ist auf jeden Fall wichtig, weil entweder muss der Elf zurückweichen, dann verringert er seine Chancen, dass er die Ballkette schafft, ja. Oder er zwingt den Elf, ihn in irgendeine Richtung zu umlaufen oder nach vorne zu gehen. Und auch das wäre immerhin mal etwas, wo er ihn zu einer Aktion zwingt. Ja. Da fällt der Elf durch Knochenbrecher, Lähmung. Also wie gesagt, unsere Kameragoblins sind noch nicht perfekt trainiert, aber ich muss sagen, sie stellen sich schon wesentlich besser an als die letzten. Aber die lernen ihren Job schon noch, das wird noch. Vorletzter Zug von Marienburg. Ja, das heißt, entweder kommt jetzt schon die Vorbereitung oder es kommt eventuell auch schon,
weil die Optionen nur schlechter werden können, schon die Kette. Es kommt gar nichts. Es kommt was? Moment. Das war ich hab's kaum gesehen, aber jetzt... Ohne Rerolls. Moment. Darf ich das kurz? Ja. Also er im Prinzip hat er nichts anderes gemacht, als mit dem Spieler aufzustehen und den hier zu blitzen. Das ist aber schief gegangen. Ja. Er hatte Abrollen gehabt, deswegen. Also sah er nicht ganz gut aus. Und er hat Bowstown gewürfelt und die Zwerge haben ja fast alle Blocken. Er selber hatte keins und deswegen haben wir hier einen Turnover. Das ist natürlich ganz, ganz bitter. Das ist jetzt richtig bitter. Das heißt jetzt aber wirklich, der nächste Zug der Elfen ist ihr letzter und das heißt, wir werden wahrscheinlich eine, ja, wie nennt man es immer so schön, wir werden Elfenshit sehen. Elfenshit oder ein Remis oder Shannon kann irgendwie den Ballträger downblitzen, den Ball aufheben und in die Endzone laufen. Das steht ja immer noch im Raum. Ein Zwerg steht bereit, also es ist machbar. Es ist nicht unmöglich, aber schwer, ja. Er müsste es jetzt wirklich, ich weiß nicht, ich will es gerade nur mal kurz analysieren. Das ist ein Läufer mit 6 Bewegungen. Mhm. Der kann 1, 2, 3 Ball aufheben auf dem 4. Und dann nochmal 1, 2, 3 mit 2 Go-Foils kann er es schaffen. Aber auch nur, wenn der Ballträger weg ist. Genau, fällt, nur wenn der Ballträger weg zurück, ist und zurückscattert. Hier ist niemand, der den Ballträger anblitzen kann. Ja, doch, der Zwerg selber. Ach klar, der Läufer selber kann ihn anblitzen. Genau, er müsste ihn umhauen, nach vorne schmeißen. Der Ball darf nicht zurückscattern, sodass er einen Sidestep machen müsste. Weil dann ist es vorbei, dann kommt er mit 2 Go-Falls durch. Ja, das stimmt. Das ist die einzige Möglichkeit, die er hat. Verdammt schwierig, erstmal der Block muss sitzen. Der Ball muss perfekt liegen und er muss den Ball aufheben. Was für ein Zwerg jetzt auch nicht unbedingt so... Aber jetzt... Turnover, das heißt, der letzte Block war einer zu viel. Mit anderen Worten... Die Zwerge, diese ganz, ganz geringe Chance, die du eben zitiert hast, die ist jetzt fort. Die ist weg. Die ist fort, genau. Und jetzt kommt wahrscheinlich der Elfenshit. Der Ballträger, ja, steht frei. Da sehen wir's. Läuft nach vorne. Jetzt kommt wahrscheinlich ein Übergang. Eine Bombe! Eine Bombe! Sicherer Pass, aber der Zwerg hat abgefangen! Es ist doch nicht wahr! Hast du das gesehen? Weißt du, der geht nach vorne. Bombe, sicherer Pass. Also das Ding war, das war ein konstanter, stabiler Pass. Wenn der angekommen wäre, wäre der fast sicher zu fangen gewesen. Ja, das wäre die Rettung gewesen für Wolle. Die 2 plus, glaube ich, bei hoch. Ach, yeah, oh, yeah. Es ist der Wahnsinn. Und der Zwerg geht einfach mal dazwischen. Hier. Und dann so richtig, ich habe den Stinkefinger fast gesehen. Ernsthaft? Nee, aber ganz ehrlich, weißt du, woran mich diese Nummer jetzt gerade am Ende erinnert hat? Ich sag nur, Herr der Ringe, 2. Film. Legolas geht über die Mauer von Helm's Klamm, hieß das Ding. Mhm. Und schießt auf diesen einen Ork, auf dem Gimli sitzt. Und sagt noch, er hätte einen Punkt gemacht. Und Gimli so, das ist meiner! Und genau so war das jetzt gerade so. So, der Elf geht nach vorne und sagt, ich schaffe das! Und der Zwerg, das ist meiner. Bom. Aus der Luft gepflückt. Ja. Das war der Wahnsinn. Oh, der Hammer. Also, man sieht es ja hier ganz gut, ne? Die Zwerge haben einen Pass geworfen, das war dieses Abspiel. Ja. Die haben einen Ball abgefangen. Ja. 2 schöne Touchdowns gemacht, das muss man ihnen echt lassen. Also hier sind für mich, die Zwerge sind die Könige. Die haben aus dem 2:0, haben die ein 2:2 gemacht. Mehr kann man echt nicht verlangen. Ja. Der Platzverweis ist bei einem Todesroller normal. 19 Rüstungsbrecher, aber nur der eine tot. Ein tot und paar K.O.s. Genau, also kein SSP gemacht. Also sehr schade. Aber der Gegenteil halt. Ne? Der eine passt, die Bombe und 5 Rüstungsbrecher. Aber diese Bombe, du hast es ja gesehen, da stand ja sicherer Pass. Ne? Das heißt, das Ding... hat gezündet, es war zwar eine Bombe, aber das war wohl, wenn ich das richtig sehe, war es trotzdem ein stabiler Pass. Der wäre safe zu fangen gewesen und dann hätte es nur noch drauf ankommen müssen, kommt derjenige, der den fängt, gut weg. Ja, ja. Ne? Ich glaube, da stand ja in 2 Tackle-Zonen, glaube ich. Der Blitzer war das, der Hochelfenblitzer. Und ich glaube, das ist dann auf die 3. Ne, wenn der 2 Tackle-Zonen hat, sogar die 4 plus. Oder was? Aber es wäre möglich. Also sagen wir mal so, resümieren wir mal. Vermutlich hätte er ihn auf die 2 oder die 3 plus fangen können. Ich würde eigentlich auf die 2 plus gehen.
Ja, hätte eine Tackle, mindestens eine Tackle-Zone war da. Falls eine Ausweichchance von 50% gehabt, was für einen Elfen aber noch vollkommen reichen könnte. Wir wissen nämlich jetzt nicht, welcher Blitzer das war, weil er hatte auch Blitzer mit Ausweichen im Repertoire. Die haben dann natürlich eine höhere Chance. Und wenn der aus der Tackle-Zone rausgekommen wäre, hätte die Bewegung gereicht, um reinzukommen, glaube ich. Ja, das deswegen. Ist locker, ja. Und also es ist definitiv, also es war jetzt nicht so, als ob der Zwerg ein absolut sicheres Manöver unterbrochen hätte, aber es war kein absolutes, wie sagt man, es war kein Verzweiflungsakt. Nein, ja. Also es war die einzige Möglichkeit, noch hier einen Touchdown zu machen für die Hochelfen, und es sah ganz gut aus, weil Hochelfen sind die Könige des Passspiels. Ja. Und die Zwerge eigentlich nicht, also in Sachen Ball, und zeigen einfach mal den Hochelfen hier so nicht. Ja, eben. Das war einfach der dicke Stinkefinger, so nach dem Motto, meine Freunde, so nicht. Und das ist halt einfach genau der Punkt, ne? Ja, und SSP, ganz okay, würde ich behaupten, weil, ne, wenn man in der Summe hochzählt, 16 und hier 7, 9, 14. Auch ja, ganz haben beide Teams was mitgenommen, sie haben beide einen Punkt, sie haben beide ein paar SSP gemacht, und ja, auf euch war der zweite Spieltag, ihr Lieben. Ja. Ja, ich würde auch sagen, also das wird interessant. Aber ich würde sagen, wir hatten hier jetzt definitiv ein interessantes Spiel. Ja. Zum Auftakt. Wir werden sehen, wo das noch hinführt. Ich sage ja, 88 Spieler, entsprechend viele Spiele. Und es wird spannend. Also wir haben ja auch aus der letzten Saison viele Aufsteiger, die sich jetzt teilweise in sehr brutalen Ligen wiedergefunden haben. Mhm. Ich bin gespannt. Ich bin wirklich ich gespannt. Auch, wie ein Regenschirm, du. In diesem Sinne würde ich sagen, Freunde, bis zur nächsten Woche. Bleib strategisch.